Und damit herzlich willkommen zurück zu Zompiercer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr, ihr wisst es. Ich freue mich über jeden einzelnen Klick und jeden einzelnen Kommentar und jeden einzelnen Daumen, den ihr mir per Post zuschickt, damit ich mich hier noch viel mehr zombie-apokalyptischer fühle, als es schon ist. Okay, wir sind in der letzten Folge ganz schön in Bedrängnis geraten. Das war nicht so geil. War zwar mal spannend, aber trotzdem sehr, sehr hektisch. So, wir waren hier am Schränke sortieren. Ich möchte euch aber nicht unbedingt damit extremst langweilen. Deswegen werde ich das einfach immer so ein kleines Stück für Stück machen. Immer mal ein bisschen was. Und nicht gleich alles auf einmal. Schaut mal, wie viele Pistolenmunition wir hier haben, ne? Wahnsinn, die nehmen wir jetzt komplett mit für unseren nächsten Rachefeldzug. Denn wir gehen zurück und werden die alle abballern, die uns gerade hier das Leben nehmen wollten. So, dann einmal... Na, jetzt. Bohnen, ja, lassen wir mal noch einstecken. Die Kartoffel kann noch weg. Geld, Schuhe. Ja, das packen wir jetzt erstmal hier in so einen unsortierten Schrank rein. So, dann haben wir doch alles, was wir brauchen. Wir haben wieder einen Baseballschläger. Wir haben 250 Schuss darin. Ich glaube nur tatsächlich, da doch Schrotflintenmunition haben wir auch noch. Na, das ist doch ideal. So, wir haben es 0 Uhr. Mensch, richtig lange wach geblieben heute. Da können wir doch tatsächlich bloß 7 Stunden schlafen. Ich hoffe mal, wir gucken mal, 1% hatten wir noch, was unser Schlafbedürfnis anging. Mal gucken, ob 7 Stunden alle Prozente auffüllen. Ne, pro Stunde anscheinend 10%, also braucht der Gute tatsächlich seine 10 Stunden Schlaf am Tag. Taschenlampe aus. Ach so, wir müssen die extra noch ausschalten. So. Und hier ist auch noch an. Mensch. Alles Energieverschwendung. Ich frage mich sowieso. Also ich bin froh, dass wir nicht noch Batterien brauchen. Aber hier ist ja immer noch so eine kleine Taschenlampe an. Jetzt dauerhaft an? Also Helmlicht habe ich ausgemacht. Das würde hier angehen. Okay, wir können anscheinend die Pistolenlichter oder Gewehrtaschenlampen nicht mehr ausschalten, wenn wir einmal diesen Helm aufhaben. Ja gut, was soll's. Dann sind wir halt Energieverschwender. Ist alles nicht mein Problem. So, ich wollte schon wieder losrennen, aber bevor wir das machen, mal nicht so voreilig sein und mal noch 5 Energies einstecken. Das wäre doch mal eine Variante. Und vielleicht auch mal noch 5 Flaschen zu trinken und dann kann es weitergehen. Wie sieht's denn aus? Level 14. Ach, wir sind ja schon wieder ein Level aufgestiegen. Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging. Gehen wir doch direkt wieder auf Ausdauer. 150, geil. Dann kommen wir hier doch immer schneller voran. So macht das Ganze doch Spaß. Ich würde sagen, wir laufen außen rum. Dann brauchen wir unsere Munition jetzt erstmal nicht für die Zombies hier zu verschwenden. Das können wir dann alles auf den Rückweg erledigen. 107 Leben ist okay. Ja, Essen, Trinken, sieht alles soweit ganz gut aus. Können wir erstmal dabei belassen. So, komm, verschnauf, mein Guter. Dann können wir uns hoch wieder in ein komisches Menü gekommen. Dann können wir uns hier ein Energy reinhauen. Mensch, was macht denn der Fette hier? Warum habe ich den gestern gar nicht gesehen? Vermutlich war das der, der da drüben stand und der ist einfach heute Nacht hier ein bisschen rüber gewandert. Na gut. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall die Weiche. Es tut mir leid, dass es in der letzten Folge noch nicht geklappt hat. Geklappt hat. Wieder richtig gute Aussprache heute. Geklappt hat, wollte ich natürlich sagen. Aber ihr habt ja selber gesehen, es war einfach nicht machbar. Und zack, oh nein, zu früh geschlagen. Jetzt aber. So, Manfred hat ihn anscheinend doch nicht getötet, aber er hat ihn abgehalten. Er hat ihn einfach nicht durchgelassen ohne Ticket. Und erst als Manni hier Feierabend gemacht hat, konnte sich kleinen Zombie durchschleichen. Was soll's, er hat uns trotzdem das Leben gerettet. Zumindest einfacher gemacht. Ist immer komisch, mit so einem schnellen Zombie im Nacken nachts durch die Wälder zu laufen. Macht sich nicht ganz so geil. Ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. So, nö, ich hau jetzt hier drauf. Guck mal, der hatte da sogar schon eine kleine Narbe. Hat schon mal einen abgekriegt. Ich möchte jetzt nicht mehr so viel schießen, weil das immer alle Zombies anlockt. Uah. Ah, wir haben fast keine Ausdauer mehr. Verdammt. Ah, zum Glück wirkt der Energy noch. Hey, da haben wir ihn.
Sehr gut. Ja, also das mit dem Level hochgrinden klappt auf jeden Fall richtig gut hier in dem Gebiet. Ich denke, die Taktik werde ich auf jeden Fall dann später mal vollführen. Oh oh. Sind die immer noch alle von gestern hier am Start? Oh, jetzt haben sie die. Jetzt haben sie natürlich genau in der Sekunde die Tür durchbekommen. So, ja, komm. Ey. Die haben die ganze Nacht dagegen gehauen. Nur um mich jetzt wieder nett zu empfangen hier. Ja, come on. Ich möchte trotzdem nicht so viel Munition verschießen. Ich weiß, ich tue es die ganze Zeit. Aber es tut mir in der Seele weh. Wahnsinn, diese Massen an Zombies hier. Jetzt schon wieder 104. Gut, dann lasst uns hier mal durchlaufen. Geld nehmen wir noch mit, weil, wie wir schon alle mitbekommen haben, ist Geld eins der wichtigsten Sachen hier im Spiel. Ach, scheiße. Ach, nö. Mist, ich hätte mal noch eine Granate mitnehmen können. Die habe ich vergessen. Ach ja, na gut, dann töten wir die erstmal. Es geht ja nicht anders. Okay, da haben wir ihn, das ging. Wir müssten bloß mal noch eventuell schnell einen Energy reinhauen, dass wir hier ein bisschen mehr Ausdauer haben gegen die guten Zombies. Wow, wo kam er denn her? Hey, Überraschungseffekt ausgenutzt oder was? Okay, im Nahkampf gehen die tatsächlich. Ich glaube, ich habe einfach viel zu oft die Pistole und die Schrotflinte genutzt in letzter Zeit. Und da werde ich sie gleich wieder nutzen. So, ach, war das nicht mal geil. Schön hier so rein von hinten. So, du auch noch. Ist in Ordnung. Und von allen Seiten klopft es. Also wenn die Türen hier alle gleichzeitig durchkriegen, dann haben wir ein ziemlich großes Problem. So, lasst uns mal noch schnell trinken und essen, dass wir dann nicht nachher hinten im Supermarkt in die Situation kommen, dass wir verdursten. Das wäre sehr schlecht. Ja, klopft euch aus. Lasst alles raus. Ah, und schon wieder diese Ruhe. Ist das nicht schön? So, hier haben wir noch einen von den Guten. Hey, der hat ja schon gar keinen Arm mehr. War das noch die Granate von gestern? Aber krass, dass das Spiel sich das gemerkt hat. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die dann wieder bei vollem Leben sind. Ach. Hau doch nicht mit deinem Stummel zu. Ganz ehrlich, da sterbe ich eher vor Ekel, als dass mir das wirklich schade zufügt. So, es ging leider nicht anders. Wir mussten ihn jetzt einmal mit der Schrotflinte eine verpassen. Gut, da hinten ist noch ein normaler Zombie. Und dann müsste es das ja schon gewesen sein. Wir hatten ja auf jeden Fall bloß noch die Schildzombies hier. Ich glaube, die haben wir jetzt alle erwischt. Genau, hier drin waren noch welche. Die holen wir uns jetzt noch. Einer. Oh, klang gerade so. Ich glaube, der kommt dann von außen. Lass uns erstmal den hier zerstören. Ach, hier. Doch. Hä? Wo ist er denn jetzt her? Hab ich den gerade wirklich übersehen? Ach, Mist. Ach, Mensch, ich treffe mich. Hey. Hey, was machst du mit mir? Beruhig dich. Die können es einfach nicht sein lassen. Ja. Ist jetzt gut. Wer denn noch? Lass uns mal noch ganz kurz hier aufräumen. Frag mich, wer hier noch schlägt. Ist da einer auf dem Dach oben, oder? So, na gut. Schaut mal, was wir hier Schönes haben. Abholen. Eisenbahn-Schalter-Lever. Sehr gut. Wir haben den Hebel. Eine ganze Menge Arbeit für so ein kleines Stück Metall. Hätten wir uns das nicht einfach, hätten wir nicht einfach den Baseballschläger in die Weiche stecken können? Oder andere lange Sachen? Aber gut, wenn es das Spiel so möchte, dann möchte es so. Ist natürlich auch schlau, den Hebel hier hinzulegen, weil das ist ja effektiv so das Letzte, was man dann mitbekommt. Und somit weiß man dann, ey, guck mal hier ein Hebel, wir hatten doch da vorne eine Weiche und dann weiß man, dass man wieder zurück muss. Also an sich sehr schlau gemacht. Wäre noch cool gewesen, wenn der Hebel eventuell schon beim letzten Mal da gewesen wäre. Gut.
Aber so ist das nun mal im Early Access. Ich möchte mich auch gar nicht drüber aufregen. Für das wenige Geld, was das Spiel gekostet hat. Ist es doch sehr, sehr unterhaltsam bisher. Und wie man sieht, wird auch viel Arbeit reingesteckt, um das Spiel noch unterhaltsamer und schöner zu machen. So, wir essen mal noch schnell was. Und dann geht's auf zum Zug und wir fahren zurück zur Weiche. Ich freue mich drauf. Sehr, sehr lange haben wir darauf hingearbeitet. Und wir sehen endlich mal was Neues und nicht immer nur noch das alte Bekannte. Bin mal gespannt, was das für eine Stadt wird. Ob die groß ist oder klein. Ob wir da vielleicht die gute Anne treffen. Das wollte ich nämlich eigentlich auch in der letzten Folge, glaube ich, sagen. Die gute Frau, die ich euch da eingeblendet habe, wo ihr abstimmen solltet, ob Cartoon oder realistisch. Ob das eventuell die Anne ist, von der unser schöner Kommentar, unser schöner Charakter hier immer schwärmt. Einmal hat er ja gesagt, oh Anne, ich vermisse dich und so. Ihr erinnert euch bestimmt noch dran. Und vielleicht ist das ja sogar die gute Anne. Eine hübsche war es schon. So. Also auf zum Zug. Und dann ein kleines Stück zurückfahren und Weiche umstellen. Mensch, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Endlich. Auch wenn es ein bisschen traurig ist, weil es ja höchstwahrscheinlich das letzte Gebiet dann sein wird. Also kann natürlich auch sein, dass das noch eine richtig lange Zugstrecke ist. Mit 3-4 Dörfern. Aber ich befürchte es fast, dass es bloß noch eine Stadt sein wird. Aber ja, selbst wenn wir die erkundet haben, haben wir immer noch genug zu tun. Wir grinden uns dann schön hoch, dass wir hier, weiß ich nicht, am Ende, na, 80 Kilo tragen können oder so. Dass wir 200 Ausdauer haben. Einfach, dass wir der übermächtige Übertyp werden. Das wäre doch richtig geil. Und mal schauen, in der Zwischenzeit kommt vielleicht ein Update, dass wir weiterspielen können. Ansonsten legen wir halt erstmal eine Pause ein und das Let's Play wird später weitergehen. Das geht natürlich auch. So, wollen wir die noch erledigen? Komm, wir erledigen die noch. Wir laufen jetzt nochmal hier durch. Wir holen uns die Erfahrung noch, bevor wir ins nächste Dorf machen. Sind die Zombies eigentlich alle blind? Müssen die richtige Augen haben, also Leute tatsächlich nur? Macht schon Sinn, ne? Weil die gucken ja auch ab und zu in unsere Richtung. Aber kommen ja nicht angelaufen, erst wenn sie uns hören. Ui, da hat er sich mal kurz gefreut mit der Schrotflinte in der Hand. Direkt eine Jubelgestik gemacht. So, ach, das ist schon geil, wie lange wir mittlerweile rennen können, ne? Wenn wir Energy drin haben und dazu noch die 150 Ausdauer, das macht schon langsam richtig Laune. So, wollen wir nochmal schnell die Kisten durchgucken? Lasst uns nochmal schnell die Kisten durchgucken. Wenn wir das Oha, ach, Mensch, ich hab ihn sogar gehört, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich so schreckhaft geworden bin. Am Anfang von der Spiele war doch noch alles in Ordnung. Aber seit diesem Gruselkeller da unten, weiß ich nicht, habe ich kein Vertrauen mehr in das Spiel wahrscheinlich. So, ja, wie gesagt, lasst uns nochmal schnell hier in die Kisten gucken. Wir verlassen das schöne Örtchen ja gleich. Und wir gucken nochmal nach der M9. Mensch, das hätte ich fast vergessen. Ja, da wir den Ort gleich verlassen, wollte ich sagen, dann wäre es schon schlau, wenn wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Weil wie gesagt, Metall und so weiter können wir nicht genug haben. Und wir probieren dann gleich nochmal aus, ob wir eventuell hier in so einem Bahnhof unsere Wände noch bauen können. Vielleicht funktioniert das ja. So, wir gucken nochmal ganz, ganz schnell nach der M9. Weil wenn, dann hätte ich die schon ganz gerne wieder. Ich weiß auch noch, wo sie liegt. Glaube ich zumindest. Aber ich dachte, das war hier. Etage hoch. Und ui, ich glaube, dort im Fernsehstand war das. Ja, sehr schön. Guck mal, da haben wir doch sogar die wieder. Ist doch auch eine schöne Sache. Noch ein bisschen Munition. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mal an Munitionsknappheit kommen. Aber vorhin war es tatsächlich der Fall. So, hier oben war das letzte Mal ein Kotzbrocken. Oh, Kotzbrocken kam gar nicht an die Tür. Krass, die hier hämmern, ne? Wahnsinn. Hier war keiner. Ach Mensch, dieser Lärm.
Ruhe hier, scheiß Nachbarn. Ich möchte in Ruhe schlafen. Ich komme von der Nachtschicht. Wo denn noch überall? Oh, ist das grauenvoll für die Ohren. Ist doch gut. Wo seid ihr denn? Hier ist doch gar keiner. Ich weiß nicht, wo die sind. Es bleibt uns nichts anderes übrig, außer zu flüchten. Lass noch mal ganz kurz gucken, ob wir... Hier hat sich einiges geändert. Und ja, wir können die Truhen sogar. Ach, die Scheiße. Nee, wir lassen die Truhen. Das ist mir hier einfach zu laut. Oh, meine Ohren. Wahnsinn. Das ärgert ein bisschen, dass man das nicht mehr runterregeln kann. Ging ja seit dem Update nicht mehr. Ich hatte mich ja schon mal lang genug darüber ausgeheult. Okay, da gucken wir, wenn, dann später nochmal hin. Aber das war gerade wirklich zu viel für meine Ohren. Und auch in der Aufnahme für euch dann. Das nervt, wenn es die ganze Zeit klopft. Gut, dann würde ich sagen, sortieren wir nochmal ganz kurz. Wir können ja schon mal hier Zug zurückfahren lassen, ne? Ja, könnten wir machen. Keine Zeit verschwenden. So, einmal Rückwärtsgang, einmal Engine an, Bremse aus und wir fahren mal bloß mit 40%, weil so weit war das gar nicht bis davor. Leere Behälter, Essen, 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 Kartoffel, Energy, Wasser. Was denn? Wir sind schon voll. 80 Kilo gefüllt mit Essen. Mensch, das müssen wir alles einkochen, ansonsten wird das doch schlecht. Zumindest die Kartoffeln, der Rest ist ja wahrscheinlich mit Konservierungsstoffen vollgepumpt. Okay, dann brauchen wir ja idealerweise eigentlich einen komplett eigenen Schrank für Materialien, weil die sind ja am schwersten von allem. Packen das jetzt erstmal hier rein. So, ich würde jetzt sagen, wir packen das mal weg und auch die mal weg, weil wir haben ja hier die schöne wieder. Das freut mich sehr, dass wir die wieder haben. So, nee, stimmt, die Weiche war ja noch ein Stück weiter hinten. Hier waren ja bloß die Autos, also können wir doch nochmal ein bisschen hochgehen. Ich möchte sie nur wirklich nicht verpassen. So, gut, dann lasst uns mal noch was trinken. Lasst uns die drei Riegel noch verspeisen. Dann können wir nämlich die leeren Plastebehälter hier noch reinpacken. 74 Stück und 76 Wasser, ne? Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Okay. Hier ist irgendwie von allem so ein bisschen was drin. So, wie lange brauchen wir denn noch? Wann kam die Weiche? Kommt die schon hier vorne? Nee, ne? Wir machen mal auf. Da haben wir hier ein bisschen Fahrtwind. Ist hier mal auch etwas durchlüftet. Die Nacht schon wieder ganz schön viel unter die Decke gepupt. Da muss man auch mal ein bisschen lüften. Die Kartoffeln riechen auch nicht mehr gut. Sind alle schon ein bisschen überreif. Nehmen wir sie mal lieber ab. Und ich würde sagen, pflanzen wir mal neue. Aber ich sehe uns schon früher oder später an dem Punkt ankommen, dass wir hier alles voll mit Schränken haben. Und einfach keinen Platz mehr. Vielleicht können wir mit dem Geld später einen Waggon kaufen. So einen neuen, dass der hinten dran gekoppelt wird. Das wäre geil. Dann haben wir irgendwann den längsten von allen. Pflanzen, wo drüben ist. Ja. So, hier kommt Weiche. Schnell zurück. Ah, jetzt sind wir schon fast ein Stück zu weit, wa? Naja, sollte ungefähr passen. Ja, wir können sogar, glaube ich, noch ein Stück zurück. Wir lassen mal die Engine an. Wo ist denn? Da vorne ist es. Ey, das quält. Wir wollen die Maschine mal nicht so dolle quälen. Komm, fahr noch ein Stück zurück. So, jetzt sollte es doch passen. Wir stehen auf jeden Fall davor. So, jetzt brauchen wir einmal das Ding hier. Dort rein und turn right. Jawohl, und da haben wir es geschafft. Ich hätte schon fast oder habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Das heißt, wir können uns jetzt gleich auf den Weg machen. Hier rechts lang und schauen, was da kommt. Sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr. Lass uns nochmal... guck mal, was wir hier haben. Verdammt, Gnade ist verrückt. Ich kam, um sie von ihrem Posten zu entlasten. Und sie mit dem gebrochenen Schalthebel schritt und etwas unter ihrem Atem murmelnd. Als er mich, sie belastet uns darauf, oh, dieses Deutsch, mit einem wilden Blick in ihren Augen, während sie um den Hebel schwenkend. Ich schaffte es kaum, Abdeckung im Torhaus zu nehmen. Nach einer halben Stunde von ihr durch die Tür zu brechen versucht, sie nach links und für die Stadt gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun werde, der Güterzug wird bald passieren und ich habe eine defekte Weiche. Ja, war das nicht mal ein schönes Deutsch?
Hätten wir vielleicht eher mal bekommen sollen, den Brief, dann hätte ich auch gewusst, dass wir nichts falsch machen, sondern nochmal in die Stadt müssen. Aber na gut, das ist doch mal ein schönes Folgenende hier. In der nächsten Folge machen wir uns dann rechts herum zur nächsten Stadt oder vielleicht auch zur letzten Stadt. Und dann gucken wir mal, was da so Schönes abgeht. Also bleibt unbedingt dran, morgen 19 Uhr geht's weiter. Und dann bis dahin, macht's gut.